Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von Marvel Strike Force. Wir machen heute ein paar Orbs auf, denn ich habe ein bisschen was angesammelt. Vor allem diese 80 Jahre Marvel Orbs müssten ein paar da sein. Habe ich kaum welche geöffnet bis jetzt. Und es wird Zeit, weil es ja auch für die Meilensteine nicht so uninteressant ist, um den guten Namor freizuschalten. Aber zuerst wollen wir kurz in die Mailbox gucken. Bei den Gelesenen, denn hier ist die menschliche Fackel, mischt mit. Und da sehen wir es schon. Ein lodernder neuer Fernkämpfer erhält das Schlachtfeld. Die menschliche Fackel, versenge deine Feinde mit seinen Fähigkeiten. Hier sehen wir dann, was er so kann. Fernkämpfer der Fantastic Four, der vielseitigen Kraftpakete. Unvermeidbarer Flächenangriff, der Offensive anwendet. Wandelt negative Effekte auf sich selbst in positive Effekte um und gewährt Fantastic Four Verbündeten plus Offensive. Und das Gute ist, er ist ab dem 30. August erhältlich. Also das Video ist ja vorproduziert, aber wenn ihr das Video seht, genau an diesem Tag, da gibt es schon die menschliche Fackel, da gibt es dann auch den Blitz. Genau, am 30. August und am 6. September kommt er nochmal in den Blitz. Außerdem gibt es auch Dauerbrenner-Orbs, wo ihr den freischalten könnt. Und hier sehen wir, ab jetzt bis zum 3. September ist er auch mit 10% mehr Wahrscheinlichkeit in Roter Stern und Roter Stern Elite-Orbs drin. Was natürlich super ist, denn wir werden ja heute ein paar Orbs öffnen, werden dann auch Rote Stern-Orbs dabei haben. Und vielleicht ist ja die menschliche Fackel auch in diesen Orbs. Das würde ich sehr begrüßen. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer dass bald ein Shuri-Event ansteht. Ich weiß gar nicht, ob das schon drin ist. Genau, Shuri und Carnage in 3 Tagen, also auch, ist es auch am 30.? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall so, auch am Wochenende wird dieses Event hier starten. Ihr seht, ich habe hier noch gar nichts gerissen, weil wir brauchen Spider-Verse-Charaktere. Und da hatte ich einfach noch nicht genug, jetzt habe ich genug. Die sind allerdings noch nicht so geil gelevelt, trotzdem, wir werden die natürlich etwas hochziehen, die guten. Die Spider-Verse und Sinister Six Charaktere, die man halt braucht. Man braucht eigentlich nur Spider-Verse. Ich glaube, die sind auch alle Spider-Verse und eben Sinister Six. Spider-Verse, Sinister Six, genau. Das wollte ich kurz bestätigt haben. Ja, dass ich sie bekomme, ist ausgeschlossen. Denn die sind alle auf 3 Sterne und hier sogar auf 2. Beziehungsweise Schocker nur auf 1 Stern. Aber egal. Ja, Shuri ist eine von denen, wo ich auch überhaupt noch gar nicht gelevelt habe, meine Charaktere, noch nicht gefarmt oder so. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen und dann ist auch gut. Ich muss jetzt nicht bis, was weiß ich, welche Klasse hier kommen, aber wenn ich die 2. schaffe, wäre schon cool mit diesen Mega-Orb-Fragmenten. Die hätte ich schon gerne, aber lassen wir uns mal überraschen, wie es bei Shuri dann so aussieht. Aber ich bin guter Dinge, dass ich vielleicht die 2. Klasse schaffe. Ich komme auch nur bis zur 2. Ich glaube, ab hier ist schon... Nee, ich könnte sogar die 3. Klasse schaffen, wenn ich die hoch genug gelevelt habe. Mysterio kann man ja auch tatsächlich noch nehmen. Erst ab der 4. Klasse ist Schluss. Okay. Theoretisch Klasse 3. Mal gucken, ob wir das überhaupt schaffen. Ja gut, Straßenfest ist jetzt eher bedeutungslos. Wenn ihr die Folge seht, ist das sowieso schon wieder vorbei. Aber wir wollen gar nicht so lange uns aufhalten. Wir wollen Orbs öffnen. Ah ja, das habe ich auch noch gar nicht abgeholt. Wir fangen natürlich mit den Raubzug-Orbs an. Und zwar mit den billigen Orbs hier. Ausrüstung. Und ich merke ja jedes Mal, dass mir die blaue Ausrüstung ausgeht. Und besonders diese Dinger hier sind so wichtig, da fehlt mir ja alles. 5 Stück, das sind die 5, die ich jetzt gezogen habe. Also davon hätte ich gerne ein paar mehr. Habe ich nichts gegen einzuwenden. Ah, komm schon. Oder sowas Blaues. Ich vergesse immer die Namen von der Ausrüstung. Aber wenn ich sie sehe, sage ich es euch. Bis jetzt war es noch nicht dabei. Gibt es natürlich auch auf Lila. Ich brauche es aber auf Blau und auf Lila. Okay. Leider nur einmal diese Dinger dabei. Das ist ja mies. Nee, kein Glück. Also klar, die anderen Sachen brauchen wir auch, aber... Ah, das war nicht so geil. Das war nicht so geil. Lila, wie gesagt, da brauchen wir das auch.
Nee. Nope. Also lila ist egal, da brauchen wir auch andere Sachen noch. Ich warte jetzt eigentlich nur, dass das dabei ist, was ich euch zeigen will. Aber anscheinend kommt das heute nicht. Lauter super Sachen, aber trotzdem nicht das, was ich euch kurz zeigen wollte. Ist auch nicht so schlimm. Ist gar nicht so schlimm. So, die langweiligsten Orbs sind vorbei. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, guck mal hier, ein Gamma-Raubzug-Orb. Den habe ich auch noch gar nicht abgeholt. Gucken wir da doch einfach mal rein. Oh, 16 Mal Nebula. Ist jetzt nicht unbedingt ein Charakter, den ich brauche, aber 16 Splitter. Damit hat sie den nächsten Stern. Da bin ich doch absolut d'accord mit. Außerdem Black Panther und Carnage. Also ich hatte schon schlechtere von diesen Orbs. Ich frage mich auch, warum... Ah, da habe ich erst einen aufgemacht. Stimmt, da habe ich erst einen aufgemacht. Schade. Da konnte ich mich ausnahmsweise nicht zurückhalten. Wenn wir schon bei Raubzug sind, machen wir den normalen Orb auch noch schnell auf. Okay, da ist jetzt so mittelprächtiges Zeug drin gewesen. Nicht so schlimm. Wir gehen jetzt in die Standard-Orbs. Da haben wir nur 4 Stück von. Das ist echt wenig. Oh! Scarlet Witch. Das ist doch ganz schön. Das war jetzt eher so mittelmäßig, ne? Das ist jetzt auch nicht so genial. Und als letztes, es sind halt nur Standard-Orbs. Oh, das ist der Rocket, der uns begrüßt. Ich habe mir auch ein Avengers-Team gemacht, extra für das Event, was gerade aktuell läuft. Hat mir auch jemand in die Kommentare geschrieben, das ist ja ein Team-Event. Ich habe das die ganze Zeit, bis ich den Kommentar gelesen habe, nicht geschnallt, dass das ein Team-Event ist. Und ich habe mich gewundert und dachte, wie soll man das schaffen? Wie viel Blitz soll man eigentlich spielen, um die Meilensteine zu bekommen? Aber es ist ein Team-Event. Ich habe es komplett nicht mitgeschnitten. Ja, manchmal steht man auf dem Schlauch. Hier, Kriegsinitiative-Orbs sind gerade auch zur Verfügung. Nur so zur Info. Was machen wir jetzt? Ne, wir machen als nächstes die Blitz-Orbs auf. 4 Stück. Wir hoffen auf Rhino. Rhino wäre verdammt cool. Ja gut, Cage ist jetzt eher nicht so wichtig. Der ist schon auf 7 Sterne. Aber Rhino wäre wichtig. Den kann ich auch im Moment noch gebrauchen. Mantis, Rhino, Mordo. Das sind so die, die ich super gerne hätte. Und von denen bekomme ich wenigstens Rhino. Okay, 5 Splitter von Rhino, das ist doch schon mal gut. Habe ich Blitzgeld gespart. Premium lassen wir uns. Rote Sterne lassen wir uns auch noch. Wir machen erstmal Gold, würde ich sagen. Erstmal die Gold-Orbs. Gold muss natürlich sein. So, damit haben wir dann auch wieder die 10 Millionen geknackt. Können ja kurz reingucken, so viel Gold war das jetzt nicht. So, dann haben wir natürlich noch... Haben wir Ultimus? Können wir Ultimus öffnen? Ich glaube nicht. Ne, Ultimus dauert noch ein bisschen. Wir haben jetzt zwar Luke Cage bekommen, aber das wird auch nicht reichen. So, Meilenstein-Orbs, leider nur 2 Stück. Den Winter Soldier. Und 5-mal Ronan. Das ist okay, weil Ronan, den level ich zurzeit nicht. Weil ich brauche ja immer noch meine bescheuerte Kree-Adelige, die ich auch echt... Ich habe da so Pech, ich krieg die nicht. Selbst wenn ich, sie farmen will in der Kampagne, auch da ganz, ganz schwierig, maximal wirklich 4 Splitter, aber dann auch nur, wenn ich wirklich Glück habe. Die 80er-Jahre-Orbs machen wir zum Schluss. Wir machen ausnahmsweise jetzt schon die Premium-Orbs auf. Okay, das ist aber Shield, ne? Shield ist super, Shield können wir einen Stern hoch machen. Oh, und 25-mal Deadpool. Oh, genau, das reicht genau für den nächsten Stern. Nice. Ja, das war doch ganz in Ordnung. Rote Sterne und 80er Jahre. 80er Jahre machen wir zum Schluss. 80er Jahre machen wir zum Schluss. Jetzt hoffen wir mal, dass hier der gute, die gute Fackel bei ist. Das wäre ganz nice. Okay, Rocket. Ah, Rocket habe ich auf 4. Scheiße. Ich dachte, da geht was. War Machine. Oh, War Machine hatte ich noch gar nicht. Das ist geil.
Okay, den zumindest ein Stern höher. Okay, Daredevil, ja, den habe ich auf jeden Fall schon. Boah, bei der Hand weiß ich es nicht, aber habe ich schon. Komm, wo ist denn die Fackel, hä? Kree Cyborg habe ich auf 3. Und, na, Green Goblin habe ich nur auf 2. Okay, das ist okay. Ja, den hatten wir gerade schon. Komm, 3 können wir noch öffnen. Wo ist Johnny die Fackel? Oh, der ist auch ein höher. Habe ich ein bisschen schnell weggedrückt. Bullseye auf 4. Also auch ein höher. Und der letzte. Ist es Johnny die Fackel? No. Aber Falcon. Falcon ist auf 3 hoch. Habe ich mich vielleicht verlesen? Nee, habe ich nicht. Hier ist er nämlich abgebildet. Okay, ich dachte gerade kurz, vielleicht habe ich mich vertan. Ja, machen wir auch gleich noch. Aber zuerst geben wir uns die 80er Jahre Orbs. Hier können auch wieder diese schönen Dinger drin sein. Namor kann drin sein, aber ich glaube, es können auch noch andere Charaktere als Namor drin sein. Oder? Oder kann da nur Namor drin sein? Das glaube ich nämlich nicht. Egal, wir öffnen es einfach und dann sehen wir es, ja? Nee, können nicht. Thor ist auch drin. Avengers, sehr gut, kann ich gebrauchen. Namor wäre mir natürlich ganz lieb, weil den brauche ich. Zack, das Ding brauche ich übrigens auch noch. Mega cool. Und ihr seht hier die Meilensteine, die abgeschlossen werden. Okay, Iron Fist ist jetzt nicht so wichtig, wenn man den farmen kann. Namor, na endlich. Ihr seht, es sieht nicht so gut aus, was Namor angeht. Aber wir nutzen diese Orbs natürlich noch. Und der Daredevil. Naja, ist okay, aber wir haben halt einige Meilensteine dadurch jetzt erhalten. Da gucken wir gleich mal rein. So, ich habe nämlich noch keinen einzigen Meilenstein davon gehabt. Und hier gibt es dann auch Namor-Splitter. Das sind schon mal 6. Dann haben wir 8. 12 Splitter und hier... Oh! Oh, da können wir gleich noch einen Orb öffnen. Wunderbar. Wunderbar. Wenn man hier bombastischer Blitz... Das ist das Team-Event. Da sehen wir es nämlich. Das sind nämlich alles unsere Teammitglieder. Und... Und bald kriegen wir wieder 2000, dauert nicht mehr lange. Auch ich werde natürlich wieder mit meinen Avengers blitzen. Weil man muss mit 80er Jahre Charaktere gewinnen, um da Punkte zu holen. Orbs, genau, Orbs. Einmal kriegen wir jetzt das. Und was hatten wir frei? Ich glaube, einen Meilenstein-Orb. Den wollen wir natürlich noch mitnehmen. Und da gibt es noch 5-mal Daredevil. Ja, das ist gut. Auf dem Weg zum 7. Stern... So, das hat jetzt aber nichts mehr hier freigeschaltet, oder? Nein. Okay, dann gucken wir mal die Charaktere an und da sehen wir schon, wir können einen direkt rekrutieren und zwar den guten Vulture. Den hatte ich nämlich freigeschaltet im letzten Blitz. Hab aber noch gewartet, um das mit euch gemeinsam zu machen. Also Vulture ist freigeschaltet. Das ist super cool. Dann haben wir ihn hier, den wir befördern können. 2 rote Sterne, sehr gut. Und natürlich War Machine auf 4. Wir haben noch keine 4 Sterne, aber 4 rote Sterne. War Machine also auch sehr gut. Braucht auch gar nicht mehr lange für den 3. Stern. Spielt mir natürlich in die Karten. Iron Fist ist jetzt ein Stern rauf. Sehr gut auf den 5. Stern. Bringt auch meine Defender wieder ein ganzes Stück nach vorne. So, was haben wir noch? Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sternchen, die wir hochleveln können, oder? Deadpool. Der gute alte Deadpool. Hat auch schon seinen 4. Stern. So, war noch irgendwas? Ah ja klar, Nebula, da haben wir ordentlich gezogen. Ohne Nebula jemals gefarmt zu haben, ist sie schon auf 4 Sterne. Das ist doch... Das lässt sich doch sehen. So, noch irgendwas? Yep. Genau, Shield. Auf 3 Sterne. Ist jetzt noch nicht so hoch, aber dafür, dass ich den auch noch nicht gefarmt habe, ist das doch ganz cool. Und Shield muss ja auch irgendwann mal nach oben kommen. Ja, ansonsten Kolossus hätte ich gerne noch. Da könnte mal wieder ein Blitz kommen.
Minerva, boah, wann die jemals freigeschaltet wird, ist mir ein Rätsel. Die menschliche Fackel habe ich zumindest schon mal 8 Splitter. Also 2 Blitze stehen ja an. Na, ob es reichen wird, wird man sehen. Aber Namor macht mir auf jeden Fall, macht mir ein bisschen Sorgen, ob ich den bekomme. Gut, wir haben jetzt natürlich noch ein paar High-Roller-Meilensteine abgeschlossen. Mal gucken, vielleicht reicht das ja sogar noch für einen weiteren letzten Orb. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das reicht. Sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber es reicht tatsächlich. Und dann machen wir den noch auf. Wenn wir schon am Aufnehmen sind, warum nicht? Ein letzter Orb. Und da haben wir... Oh, 5-mal Dr. Strange. Das ist gut. Der braucht nur noch 19 Splitter, um freigeschaltet zu werden. Und das soll es dann auch gewesen sein. Ihr könnt mir jetzt schon mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch läuft mit der menschlichen Fackel. Denn der Blitz, ne, der läuft ja jetzt, wenn ihr das Video seht. Bei mir natürlich hier noch nicht, aber ne, Zeitverschiebung. Wir müssen das immer ein bisschen im Auge behalten. Gerne in die Kommentare schreiben, was ihr auch so levelt gerade. Seid ihr dabei, die Shuri-Charaktere zu leveln, weil das Event ja jetzt auch kommt oder vielleicht auch sogar schon läuft, das weiß ich jetzt gar nicht. Oder konzentriert ihr euch auf andere? Ich zum Beispiel konzentriere mich auf die Kree und auf die X-Men bzw. Bruderschaftscharaktere gerade. Weil ich die relativ weit oben schon habe. Mir fehlen da noch ein paar. Der Jaggernaut zum Beispiel muss noch ein bisschen höher. Rhino muss noch höher. Aber die sind halt jetzt im Blitz-Shop und deswegen relativ gut zu farmen. Und die Kree halt. Und da interessiert mich, welche Charaktere farmt ihr im Moment? Gerne in die Kommentare und dann vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Projekt oder bei einer weiteren Folge Marvel Strike Force wieder. Vielen lieben Dank, Rin Yehauen, bis zum nächsten Mal.